So, wo ist denn der Waschbär jetzt gerade? Und wir können hier auch mal angeln. Stimmt. Einfach um zu gucken, was wir hier für Fische kriegen. Kleiner Waschbär, wo bist du? Wo bist du? Ich hab deine Beeren, ich hab deine Beeren. Komm doch raus, komm doch raus. Hallo, Waschbär? Ja. Achso, danke. Ah, da. Geht das jetzt nicht mehr, weil wir ihm was Falsches gegeben haben? Können wir ihm noch einmal was geben? Okay. Ja, ich glaube, das geht nicht mehr. Schade. Na gut. Dann müssen wir es morgen machen. Oder wann das nächste Mal. Mal spielen. Okay, hier sehe ich überhaupt nichts. Einen Flussbarsch. Okay. Sehr nice. Ja, morgen nochmal spielen. Naja, sagen wir mal so, morgen ist ja auch Frühstückstream. Aber soweit habe ich noch gar nicht gedacht, was wir morgen spielen, weil ich erstmal über heute bin. Noch ein Flussbarsch. Nice. Was kriegen wir, wenn wir hier so normal angeln? Oh, da hinten ist noch blau. So, ein Barsch. Ja, verdammt. Das mit dem Treffen ist immer so eine Sache. So, nice. Ein Karpfen. Cool, cool, cool. So, gibt es noch irgendwo was zum Angeln? Da vorne. Ja, okay. Das Essen. So, ganz ehrlich, ich kann auch die Tomatensuppe mal eben hier essen. So, wieder so eine sehr weirde Kameraführung. Ah, verdammt, ich komme nicht bis da hinten hin. Komm ich da? Nee, okay. Werde ich nicht. Ich komme nicht hin. So. Dass die so nah vom Wasser fallen, nicht von der Strömung einfach runtergespült werden. Oh, eine Regenbogenforelle. Gibt's hier also auch. Nice. Okay. Na. Sind die Felsbrocken schon wieder respawned? Ja, sie sind respawned. Nein, dann nehme ich sie nochmal mit und dann gucken wir mal, wie viel Eisenerz wir haben. So, gib ihm ordentlich. So. Einen dicken, fetten Aquamarin gibt es auch noch. Den zweiten Edelstein, den es hier oben gibt, den haben wir noch nicht gefunden, ne? Also bisher ist es nur Aquamarin immer gewesen. Ja, Fortschritt? Hä, warum? Zu viel für das Wrack. So.
Die sind auch süß, die Waschbären. Klein, süß und knuddelig. Ja, ernsthaft. Jetzt noch mal eine Blaubeere. Ach, die restlichen kriege ich auch noch hin. Wir müssen Rapssamen dreimal gießen. Das ist krass. So, dann legen wir wieder ein bisschen ab. Blümchen, Moment. Oh, das Problem ist, welche Blumen kommen jetzt wohin? Eigentlich müsste ich das so machen. Okay. Und welche hinterher übrig bleiben? Ziegelstein habe ich. So, hier packen wir mal rein die Eisenbarren, Kohle, Eisenerz, Steine, Glas, Ziegelsteine, Teile zum Basteln, Holz, Hartholz haben wir, Traumscherben, dann Fische, oh Mann, das ist auch fast voll. Jetzt ist es voll. Bei den Früchten kommen die Zitronen noch rein. Da haben wir aber noch Platz drin. So. Wir brauchen auf jeden Fall Eisenbarren. 2 Stück können wir machen. So, und dann lass mal gucken, wie viel brauche ich für die einzelnen Quests. Teil zum Basteln 6. Teil zum Basteln 12. Und wir haben doch bisher 3 Teile zum Basteln. Drei können wir auch wieder herstellen. Wir hätten jetzt 6 zusammen. Wir könnten also Mickys Quest schon mal wieder machen. Würde ich vielleicht auch mal angehen. Achso, wir müssen die herstellen. Weißt du, wir können nicht einfach Teile zum Basteln nehmen, sondern wir müssen Teile zum Basteln herstellen. Das ist doch bescheuert. Mal folgendes. Verkaufen wir wieder ein paar Edelsteine. So, aufteilen. Ich lasse wieder von jedem 5 da. Also von denen wir 5 haben. Die restlichen verkaufe ich dann nämlich jetzt. So. Hallöchen. Verkaufen. Zack. Zack, zack, zack. 2030. Okay. Das sollte jetzt eigentlich genug sein, damit wir, ich glaube, die höchste Stufe des Ladens umbauen können. Hier nochmal eben wieder ein paar Steine mitnehmen. Vielleicht droppen ein paar Edelsteine. So. Wenn wir alle auf Level 10 hätten, die wir aktuell haben, na gut, dann würde ich mir wahrscheinlich tendenziell eher jemand neuen holen.
Aber wir müssen unbedingt mal wieder jemanden auf Bergbau skillen. Die wir dann mitnehmen können. So, hier einmal upgraden. Ach, guck mal, Ursula ist jetzt auch hier oben. Einen schönen Tag noch. So, kostet 7500. Alter, geizige Ente. Aber ich kann es auch nicht einfach so stehen lassen auf Stufe 2. Das geht nicht. Oh, Eisenerz. Kriegen wir noch ein. Ist das ein Peridot? Laternenfall mit grünem Licht. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Smaragd. Ah. Ach, wir hatten noch gar keine Smaragde. Alles klar. Stimmt jetzt, wo ich drüber nachdenke. Selbst wenn wir die 6 Teile hätten nutzen können für Mickey, wir wären nicht weitergekommen, weil wir gar keinen Smaragd gehabt hätten. Das ist nicht so gut. Steinchen bringen immer nicht ganz so viel. Aber die brauchen wir auch mehr als genug. Also gerne alle Steine mit, die ich kriege. Hallo. Da war wieder so ein kleiner Bug. Das sind immer so diese Kleinigkeiten, die auftreten. Da braucht das Raps lange. Ist ja fast schon wie beim Mobile Game. Gut, ja. Eigentlich bin ich nach Hause gekommen, um wieder etwas Energie zu restoren. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal eben die Edelsteine und so ablegen. Generell nochmal ein bisschen Zeug hier. Zack, zack. Und Blümchen. Kann man eigentlich, weiß das von euch jemand, zukünftig größere Kisten bauen? Weil da sind ja noch so viele Felder frei. Das würde mich natürlich sehr interessieren. So, ich mache einfach nochmal ein bisschen wieder hier Steinklöppel arbeiten. Wir kommen auf den Feldern ja gerade nicht weiter und wir brauchen Geld. Sobald wir den Shop oben fertig haben, würde ich dann auch mal den Christoph ansprechen. Also ich kenne einen, der ist mit der Story durch, Haus ist ausgebaut und die Kisten sind trotzdem nicht größer. Ich finde das halt schade, weil... Du hast halt auch so viel Platz. Theoretisch in der Kiste. Naja. Naja. So, hier wieder ein bisschen graben. Es wird auch kommen, es wäre nicht der Platz über. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass du recht behältst, Angel. Meinetwegen kann man ja auch sowas wie in dem Pixar-Shop solche Sachen einbauen, dass man nur so ein paar Zeitquests erledigen muss. Also, oder eigene Quests nenne ich es ja auch immer gerne. Und daran vielleicht zum Beispiel größere Kisten bekommen. Aber ich glaube, im Pixar-Shop sind rein dekorative Gegenstände. Eine Erinnerung. Wieder ein Puzzleteil. Oh, Madame Mim sehe ich doch da schon. Ja, hallöchen. So, ich nehme mal die Äpfel mit.
ganz ehrlich, ich nehme alle mit. Zweifelsfall kann ich die auch verkaufen. Ha! Geil! Okay, eine goldene Kiste gibt es aber diesmal nicht. Ja, gemein. Die ganzen Blumen wachsen hier in der Ecke. So. Ein bisschen Kohle. So, hey, wir können wieder Eisen holen. Tut mir leid, dass das gerade so eintönig ist mit dem Eisen beschaffen, aber wir brauchen halt extrem viel Eisen, um weiterzukommen. Ich habe immer recht. Natürlich, Angel, natürlich. Da zweifelt keiner dran. Oh, Smaragd, nice. Und nochmal einen mitnehmen. Ich finde das übrigens cool, dass das Prinzip so ein bisschen wie bei Valheim damals gelöst ist, wer es kennt. Das heißt, wenn man die, sobald man irgendwelche Ressourcen aufsammelt, automatisch die Rezepte bekommt, die man damit herstellen kann. Ich glaube, wir haben jetzt... Haben wir überhaupt Eisen jetzt bekommen? Wir haben gar kein Eisen bekommen. Das ist schon schade. Machen die Felder. Oh, ja, nice. Es ist endlich fertig. Dann, halt hier nochmal eben das Holz mitnehmen. Dann restore ich mal eben kurz die Ausdauer. Pack die Sachen weg. Und dann würde ich sagen, ne? Direkt mal abernten. Oh, hinter Maus ist... Komme ich nicht dran an die Blume. Na egal. Dann wächst da hinten halt eine Blume hinterm Haus. Kribbelt zwar so ein bisschen in der Arme, weil ich es eigentlich gerne mitnehmen würde, aber egal. Halt. Wieder sehr viel Stein. Eigentlich müsste ich mal eine separate Steinkiste machen. Blumen. So, ein Früchtchen. Hier, wir haben einen Stack hiervon voll. Wir haben davon was voll. Ich würde es gern verschieben, nach wie vor, damit ich ein bisschen sortiert habe. Die Sachen können wir verkaufen. Guten Morgen aus dem Stadtgarten. Guten Morgen, liebe Lila. Ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Halt. Ich nehme noch direkt neue Samen mit. Und zwar... Guck mal, wir können 28 Mais und dann können wir noch die 2 Karottensamen hier mitnehmen. Das passt genau. Schön. Raps, Raps, Raps. Ich denke mal, Raps wird auch als Gewürze gelten, oder? Ich würde es jedenfalls mal mit zu Gewürzen packen. Oh, sehr nice. Ganz viel Raps. Ein bisschen Zuckerrohr. Eine Erinnerung kriegen wir. Wieder ein Puzzleteil wahrscheinlich.
glaube ich, immer ein Disney-Film, den ich nicht kenne. Ich überhole mich für einen zweiten Termin. Langsam wird es besser. Wie geht es hier? Hier ist alles super. Alles bestens, liebe Lila. Ich hoffe selbst auch. Also, ich hoffe, abgesehen davon, dass es besser wird, hoffe ich, dass trotzdem alles gut ist. Ja, nice. Level 8. Und wir kriegen... Ich glaube, das sind Bilder. Klassische Werbeplakate. Geil. Cool wäre es natürlich, wenn man hier im Spiel noch seine eigenen Bilder aufhängen könnte. Das wäre sehr nice. Wo ging das denn? Bei House Flipper konnte man das machen. Da konnte man eigene Bilder von der Festplatte hochladen, die man im Haus aufhängt als Bilder. Das fand ich cool. Ich wünsche, wie gesagt, das wird hier auch geben. So. Alles klar. Dann haben wir die Felder auch wieder zusammen. Geben. So, ich habe eben den Morgenkreis gemacht, jetzt ist Abholzeit mit dem Glück. Alles klar, Kira. Kein Problem. Bam, 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 bam. So. Täglich grüßt das Murmeltier. Und was man kriegen kann. Naja, sehr erschöpft, etwas übel vom nicht gescheit essen, aber ich bin noch in frischen Luft und habe diese Sonne gesessen. Also, fitti fitti mit dem Gutsein. Ach, 50-50, nicht 50-50. Ich habe das F als T gelesen. 50-50, wie gesagt. Ja, aber Tendenz ist ja steigend, habe ich ja so entnommen. Ist ja schon mal gut. So. So wie. Wie Holz? Weil ich erkenne nicht mal so dieses. Die Sinnhaftigkeit wie Spawns. Es ist einfach so random. Nicht mal so einfach um Baum rum oder so, sondern wirklich mitten auf der Wiese teilweise. Basilikum essen? Ich kann tatsächlich ein Basilikum essen. Oh geil, einfach mal so ein paar Basilikumblätter. Ernsthaft. Hier, nochmal Basilikum essen. Wer isst nicht gern einfach so Basilikum von der Hand? So, eigentlich wollte ich noch ein bisschen was verkaufen. Geht schon wieder Holz. So, ist das eigentlich egal, bei welchem Verkaufsstand wir verkaufen? Ja, oder? So, zack, zack. Die Reste, 1500, nice, okay, 8500, wir können den Stand oben fertig machen. Sehr schön. So. Mal eben wieder die Sachen wegpacken. Blumen kommen hier rein. So. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Oh, ist voll. Alles klar, wir können keine Kohle mehr reinpacken. Ja. Yeah. So, wie nehmen wir die Eisenbarren gerade mit? Packen dafür Kohle rein. Raps kommt dann halt hier mit rein zu den. Ja,
Ne? Ihr wisst schon. Gewürze. So. Vielen Dank. Entschuldigung. Okay. So. Fünf Zuckerrohr verkaufen, dann ab nach oben. Und dann sprechen wir mal mit Christoph. Schön, dich zu sehen. So, 95, naja, gut. Hm. Wir nehmen den Platz. Inventarplatz weniger. Und Eisen bauen wir natürlich noch ein bisschen ab. Oh, guck mal, das ist das Eichhörnchen hier. Wir werden diesmal gar nicht wirklich vom Eichhörnchen verfolgt. So. Smaragd gibt's oben drauf. Guck mal, geil, vier Eisen. Mal ein bisschen was zusammen. So. Oh, eine Erinnerung, auch cool. Wieder ein Puzzleteil, glaube ich. Ich habe momentan sehr viele Erinnerungen. Nochmal Madame Mim. Beziehungsweise Merlin, die Hexen der Zauberer, wie der Film eigentlich heißt. Ding, ding, ding. So, einmal bitte Dagobert, Stand fertig bauen. Let's go. Was gibt es dann jetzt noch für Samen? Knoblauch. Alles klar. Dabei kein Geld mehr zum Einkaufen. Nicht Knoblauch, Zwiebel sind das, Entschuldigung. Oder? Doch müssen Zwiebel sein. Hallöchen. So, Alter, 50. Alles klar. Ich kann mir nicht mal 30 Samen davon leisten. Das ist einfach schier unmöglich. Na gut, machen wir später. Jetzt erstmal Christoph, mein Kumpel. Hier, hallo. Hey. Ist jemand hier? Alles klar. Moment, da ist jemand. Juhu. Klar, klar, klar. Entschuldigung, ich habe mich zu lange in diesem Wald verlaufen. Was hast du im Wald gemacht? Nun, Donald Duck und ich haben das Tal nach etwas durchsucht. Ja, Donald Duck. Das uns im Kampf gegen die Nachtdornen und gegen das Vergessen helfen könnte. Oh. Aber ich habe ihn irgendwie verloren. Oder vielleicht hat er mich verloren? Wie kann man Donald Duck verlieren? Es ist einfacher, als du denkst. Wir waren im Wald der Tapferkeit, als die Nachtdornen uns den Weg versperrten. Und da haben wir gesehen, wie ein dunkles Wesen die Kugel des Mutes von der Säule des Waldes entfernte. Dunkles Wesen? Das muss das Vergessen gewesen sein. Ursula hat mich davor gewarnt. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber wer auch immer es war, er schien nicht freundlich zu sein. Aus heiterem Himmel hat es einfach einen Durchgang geöffnet und ist hindurchgegangen durch das dunkle Portal da drüben. Dann rannte Donald durch das Portal und verfolgte das dunkle Wesen. Ehrlich gesagt, das war ziemlich töricht. Vielleicht, aber wir mussten etwas tun. Ich wollte ihm folgen, aber er sagte mir, ich solle hier bleiben und ihm den Rücken frei halten. Ich wollte ihm widersprechen, aber einen Streit mit Donald Duck kann man einfach nicht gewinnen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Es ist schon so lange her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hey, da du es geschafft hast, die Dornen zu entfernen und mich zu finden, bist du vielleicht mächtig genug, um durch das Portal zu gehen und ihn zu retten? Keine Angst, ich bin schon dran. Wow, ich wünschte, du wärst schon vor langer Zeit ins Tal gekommen. Du hast etwas Besonderes an dir. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass du es schaffst. Geh einfach durch das Portal und keine Sorge, ich werde auf dich warten, wenn du zurückkommst. Mach's gut. Alles klar. Naja, der hat sich ja hier gut amüsiert mit seiner Gitarre, ne? Ja, dann schauen wir doch mal. Betreten. Oh. Aufheben? Eine Feder?
Hey Christoph, was du gefunden hast. Ach, wir kommen gar nicht weiter.